glaube ich, schon so, dass du einfach, dass ein Mensch seine tiefsten Ängste, Gefühle, Hoffnungen, Schmerzen, Depressionen transformiert in Musik, weil eine Maschine hat keine Emotionen oder in dem Sinne noch nicht. Ich glaube, unersetzlich ist auf jeden Fall, wenn Menschen zusammen Musik machen. Wenn verschiedene Künstler zusammen spielen, das kannst du ja nicht ersetzen so. Musik ist wie Malen. Du hast 1 Million Farben so. Und du kannst ein abstraktes Bild machen, du kannst aber auch hyper-realistic irgendwie Musik machen. So. Und das ist ein guter Vergleich, ja, mit Sounds malen. Für mich ist es absolut mein Rückzugsort, um dem Chaos von da draußen auch zu entfliehen. Weißt du, wie ich meine? Aber ich war schon immer so, seit ich ein Teenager bin, hatte ich Proberäume. Und in diesen Proberäumen habe ich mich auch wirklich sicher gefühlt, weißt du, wie ich meine? Und da konnte ich mich wirklich von der Welt von draußen abkapseln und hier meine ganz eigene Welt erschaffen mit Musik so. Ich glaube, der Mensch, der kann einfach irgendwie auch noch mehr um die Ecke denken so. Und irgendwie, was ist noch unersetzlich? Ich meine, Schlagzeuger. Kennst du Zahn Marias Falkenberg? Nee. Okay. Warum? So ein Komponist aus Arnheim. Aha. War der gestern da? Oder was? Ja. Dann hätten wir jetzt 16 Uhr, ne? Tun wir an. Wenn wir in einer Stunde losfahren, passt das, oder? Ja? Total? Total, gell? Kann man jetzt noch ein bisschen. Nee, cool. Ich muss auch noch kurz ein bisschen runterkommen. Dann komm du doch runter. Ja. Ich, genau. Ich tun, glaube ich, noch, bis ich irgendwie zufrieden bin. Mach das. Warum habe ich denn gar keine Snare-Tasche eigentlich? Ist da nicht unten? Okay, warte mal kurz, eine Snare-Tasche. Da müssen wir jetzt aufpassen, nicht dass da. Oder? Wie geht das? Ich glaube, ich habe unten noch eine Snare-Tasche. Ich hole noch eine Snare-Tasche. Mhm. Das ist. Weil die gibt es.
meiner Musik irgendwie einen spannenden Effekt oder spannenden Sound irgendwie noch dazu gibt, dann werde ich das auch benutzen. Also ich bin grundsätzlich sehr offen für Music-Tools so. Und da ist es mir scheißegal, ob das jetzt AI, iPhone oder whatever ist. So. Es sind 100.000 Micro-Entscheidungen, so, die am Ende zu diesem Bad Stream-Sound führen. So. Und Entscheidungen sind auch nicht immer bewusst. Es kann auch ganz unbewusst sein. So. Und, aber man spürt es. Das ist ja gerade das Spannende, wenn ein Mensch sich für etwas entscheidet, so. Oder wenn er sich nicht entscheidet, so. Und so kommt halt eins zum anderen, so. Und es ist, letztendlich ist ja meine Musik auch wie ein Algorithmus. Weißt du, ich meine, basierend auf dessen, welche Musik ich gehört habe, mit welcher Technologie ich mich beschäftige. Geht es auf jeden Fall um so Momente, so, die einfach einmalig sind. So. Das ist die Magic dann vielleicht so bei den Live-Shows, dass du halt so Momente kreierst, die du einfach nicht einfach so kopieren kannst.